Also, ganz normal buffen, zweimal Mentes sein, Quickstep, na gut, in einem soll ich vielleicht etwas besser schützen, weil wenn der stirbt, ist nicht gut. Genau, dann auf jeden Fall alle Quickstep. Und dann Ranger und Psy kriegen Full Buffs. Ranger und Psy kriegen das volle Programm. In die fette Fresse geballert. Einmal. Und zweimal. Zack. So. Und dann machen wir... Oh, ich brauche noch Food. Okay. Dann machen wir das gleiche wie beim Elementor im Endeffekt. Ach, scheiße, Party Skills brauche ich auch noch. Eieieiei. Das sieht man mal, dass ich den Charlotte noch nie gespielt habe. Also, Party Skills brauchen wir auch noch. So. Und jetzt ganz normal Hit and Run, wie mit dem Elementor auch. Nur, dass das halt ein Psykeeper ist, aber it's basically the same thing. Nur ohne Damage over time. Ist im Endeffekt das Gleiche. Gut, mein Firefox macht halt so heftige Faxen. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um. Oh, es leckt so heftig, holy shit. Lag Nation, Alter. Alle 2 Sekunden habe ich einfach Standbild. Ja gut, so sollte es bei euch natürlich nicht aussehen. Ich hoffe, bei euch läuft es besser. Von der Performance her. Naja, aber wie gesagt, auf jeden Fall Power-Ups natürlich nicht vergessen, weil die Charakter, die Charakter, die euch durch die Leecher Tower Dailies ziehen können... Das sind ja Charakter, die ihr sowieso nicht als Main Character spielt. Das heißt, die sollten ja durch Battle Pass und durch Daily Spielzeitbelohnungen müssen die eigentlich Power-Ups wie Sand am Meer haben. Und entsprechend könntet ihr eigentlich auch einfach rausballern. Also ich meine, für einmal Tower Dailies am Tag einen Upcut opfern oder einen Low-Upcut. Und so, ich meine, lohnt sich eigentlich nur, weil je schneller es geht, desto besser ist es. Du bist bei 30 Giants und keinen einzigen Drop. Open World oder Tower? So, da ist der Catsy Giant. Ich mach's immer so, ich pull den jetzt in dem Fall hier vor. So, und dann kommt die Macht des Psykeepers. Und zwar... Lockt man ihn einfach irgendwo hin, wo keine Mobs sind. Und dann macht man einfach Satanology. Und dann packt man den Ranger aus. Fast Shot, zack. Ranger macht die ganze Zeit Auto-Attacks. Gut, mein Ranger ist ziemlich nutzlos, leider. Aber wenn er Equipment hätte, würde das ein bisschen mehr reinknallen. Und dann nimmt man den Psy. Und dann schießen Psy und Ranger da volle Kanne rein. Und das ist im Endeffekt auch schon alles. Und normalerweise sollte das easy reichen, selbst wenn man kein Equipment hat. Also ihr seht, ich habe auch kein Equipment. Meine Chars sind absolut lächerlich schwach ausgerüstet. Und das Ding geht runter wie Buddha. Einfach Global Attack, Link Attack, Satanology, das Vieh kann sich nicht bewegen. Und Ranger und Psy. Jester kann auch mit draufhauen tatsächlich, aber mein Jester ist noch schlechter ausgerüstet als mein Ranger. Der Jester könnte auch noch mit draufhauen, weil der ist auch nicht, also der ist ja auch semi-ranged. Den könnte man da jetzt auch noch easy mit draufhauen lassen. Aber ja, reicht auch mit Psy und Ranger. Weil ich tatsächlich mal gucken muss, der hier hat auch nicht gestattet. Oh mein Gott. Hab hier noch 24 Endpunkte nicht verteilt, sehe ich gerade. RIP. Hoppla. Können wir den Jester fragen, wie es ihm geht? He did.
Man darf halt nur nicht vergessen oder beziehungsweise niemals Satan aus den Augen verlieren. Aber die Viecher bewegen sich eh nicht so schnell, also das würde man schon mitbekommen, wenn der dann plötzlich wieder auf einen zustürmt. Niemals Satan aus den Augen verlieren. Spielestyle 2024. Lul. Oh, schaffen wir ihn zu killen, bevor Satan ausläuft? Yeah, easy. And he is tot. Schaut, wie einfach das war. Und meine Charakter haben absolut kein Equipment. Man muss halt nur wissen, was man macht. Und dann ist das no problemo. Und der Giant war 9 Level über meinem Chars. Und es war trotzdem so einfach.